Ja, herzlich willkommen, guten Morgen von mir. Genau heute geht es um das große Facebook Ads Update. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und sich spannende neue Funktionen im Werbeanzeigenmanager anschauen wollen. Ja, Facebook, wir kennen es alle, ist mittlerweile wirklich ein ganz Das war eine schlechte Nachricht vorab sozusagen. Wie schon gesagt, es gibt ja super viele Funktionen, also die gehen Schlag Ja. auf Schlag. Facebook hier halt neue Funktionen einzuführen. Deswegen, wir können halt einfach nicht alle machen. Das wäre ein bisschen zu viel. Da kommen wir mit der Zeit nicht hin. Von daher habe ich zwei größere Sachen ausgeklammert. Und zwar ist das einmal der Bereich Facebook Analytics und der Bereich Facebook Attribution. Beides super spannende Tools, sind aber relativ komplex. Also da können wir das können wir halt einfach nicht irgendwie innerhalb von 3, 4 Slides abhandeln. Von daher, in diesem Fall klammern wir das aus, sind auf jeden Fall gute Tools, sollte man sich anschauen. Aber ja, also ich war zum Beispiel letzte Woche auf der All Facebook zweimal in einem Deep Dive jeweils zu den Themen und ich glaube, die haben 60 oder 70 Minuten gedauert. Also von daher, das wäre ein bisschen zu komplex, um das hier als einen kleinen Punkt abzuhandeln. Ich habe aber, um das Positivbeispiel zu bringen, natürlich viele andere tolle Sachen mitgebracht. Also Tools zum Verwalten und Bearbeiten, zur Zielgruppenerstellung, Budgetkontrolle, etwas noch zum Pixel-Setup und zudem zur Creative-Erstellung. Ja, das wird hier übrigens die nächste halbe Stunde eine relativ große Screenshot-Schlacht, sage ich ganz ehrlich. Wir müssen natürlich irgendwie uns die Sachen im Werbeanzeigenmanager angucken. Deswegen gibt es zwischendurch Bilder von mir, also kleine Warnung vorab, nicht, dass sich einer erschreckt. Aber ich dachte, so müssen wir nicht beide auf einen tristen Bildschirm gucken. Das nur als kleine Vorwarnung. Und die Sachen sind auch immer so vorgestellt, dass wir mit einer quasi Ausgangslage, so einer typischen Problemstellung beginnen. Und da fange ich jetzt einfach mal mit der ersten an. Ja, man kennt das, man möchte eigentlich immer so viel machen, aber dieses ganze Bearbeiten, Verändern, Erweitern, Korrigieren etc. kostet halt, wenn man im Advertising Manager unterwegs ist, halt einfach immer wahnsinnig viel Zeit. Und hier ist Facebook wirklich stark dabei, die Bearbeitung zu vereinfachen, wie zum Beispiel über die Kampagnenstruktur, mit der ich dann einfach direkt mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten kann. Ich zeige Ihnen, wo Sie das Ganze finden, nämlich unter dem kleinen süßen Bearbeitungsstift. Ich habe hier mal eine Testkampagne sozusagen für das Webinar aufgesetzt. Alles andere ist ein Orange, nicht irritieren lassen. Und wenn Sie hier auf diesen kleinen Bearbeitungsstift gehen, da haben Sie dann halt quasi auch das ausgewählte Element. Also der blaue Hintergrund zeigt immer, auf welcher Ebene Sie sich gerade befinden und welches Element angewählt ist, was Sie bearbeiten möchten. Sie können aber auch in dieser Übersicht, also wir haben ja unten drunter direkt die beiden Werbeanzeigengruppen sowie die darin vorhandenen Werbeanzeigen. Diese kann ich einfach in einem schnellen Wechsel anwählen und damit auch gleichzeitig mehrere auswählen. Also wenn man zum Beispiel mit der Taste Shift diese gedrückt hält und über die Elemente fährt, dann sind die alle in diesem Moment angewählt, wie in diesem Beispiel. Sie sehen es, in diesem Beispiel sind halt beide Werbeanzeigengruppen ausgewählt und hier kann ich dann quasi gleichzeitig beide Werbeanzeigengruppen bearbeiten und hier sagen, ich möchte das Budget ändern, ich möchte das Enddatum ändern oder die Platzierung ändern. Das kann ich quasi gleichzeitig für beide Gruppen machen. Wie gesagt, ich kann auch noch eine Ebene tiefer springen, wieder mit der Taste Shift gedrückt halten.
Elemente einfach anwählen und zack, habe ich halt alle 6 Werbeanzeigengruppen in diesem Fall ausgewählt und kann hier wieder die Inhalte ändern, also kann sagen, Texte ändern, URL ändern, UTM-Parameter ändern. All das geht dann wirklich gleichzeitig und ich kann noch mehr. Ich kann zum Beispiel auch sagen, wie in diesem Fall, duplizieren, kopieren, also alle Elemente, die ich angewählt habe, kann ich zum Beispiel auch zwischenspeichern und woanders dann wieder direkt als Package auswählen. Und das letzte, Regeln erstellen, das schauen wir uns nachher nochmal an, deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Ja, auch so ein, ja, nicht Vorfall, aber was mal passieren kann, sagen wir mal so. Gerade wenn man mit einem Team zum Beispiel zusammenarbeitet, man macht irgendwie tolle Kampagnen und irgendeiner wurschtelt halt da drin wieder rum. Man weiß nicht, wer es war, also ob es jetzt Kollegen oder Kunden sind, ist halt ärgerlich, wenn man dann halt nicht irgendwie weiß, wann irgendwas geändert wurde. Und für dieses Szenario gibt es halt auch eine Funktion im Werbeanzeigenmanager, nämlich die Funktion Änderungsverlauf ansehen. Da kann ich sehen, wann, wie, was und vor allem wer irgendwas gemacht hat. Auch hier zeige ich Ihnen, wo Sie das finden. Dieses Mal nämlich unter dem kleinen Uhrensymbol. Also hier sehen Sie schon Änderungen am Verlauf ansehen. Das können Sie wieder für alle Ebenen sozusagen auswählen, also Ebene des Kontos, der Kampagne oder auch Werbeanzeigengruppen und Anzeigen. Das System ist das gleiche. Links sehen Sie wieder mit dem blauen Hintergrund, auf welcher Ebene Sie sich gerade befinden. Und dann in dem markierten Feld sehen Sie jetzt wirklich tatsächlich alle Änderungen, also alle Aktivitäten und Änderungen, die jemals in dieser Kampagne vorgenommen wurden, können Sie jetzt einsehen. Und das Schöne ist, man kann das Ganze auch noch nach verschiedenen Schwerpunkten filtern. Das heißt also, wenn es für mich vielleicht in dem Moment nur entscheidend ist, zu sehen, wann wurden Budgetänderungen vorgenommen, dann kann ich das danach filtern. Und apropos Filter, Sie sehen das hier am Beispiel. Hier habe ich nur an der Kampagne gearbeitet, aber ich könnte tatsächlich auch nach meinen Kollegen auswählen und gucken, wer wann von diesen Kollegen eigentlich was an der Kampagne geändert hat. Das ist natürlich ganz praktisch, vor allem, weil es tatsächlich bis 2014 zurückgeht. Und wie gesagt, das ist natürlich manchmal ganz gut, wenn es wieder keiner gewesen sein will. Über diese Funktion lässt sich der Übeltäter relativ schnell ermitteln. Ja, auch typisch so ein Szenario, was ich leider ab und zu mal erlebe. Da baut man die Mega-Kampagne auf, also mega auch im Sinne von groß, weil mehrschichtig, also Kampagne mit mehreren Werbeanzeigengruppen, da drin immer jeweils 4, 5 Anzeigen. Das wird relativ komplex, aber irgendwo ist der Wurm drin, ne? Also irgendwas passt nicht, irgendwo eine URL stimmt nicht, ein falscher UTM-Parameter wird ausgegeben oder irgendwo wird eine Conversion nicht getrackt. Das kann ganz schön die Suche nach der Nadel im Heuhaufen sein. Auch da hat Facebook ein schönes kleines Tool herausgebracht. Ich glaube, irgendwann zweite, letzte Jahreshälfte. Und zwar nämlich Einstellungen prüfen. Also hier kann man noch mal gucken, ob wirklich alles passt oder irgendwo noch was fehlt. Auch das finden Sie direkt oben in der Bearbeitungsleiste, nämlich ich habe es markiert, also Sie müssen hier diesen netten kleinen Regler einmal anhaken, Einrichtung anzeigen, um dann die Standardeinstellungen, die Sie ausgewählt haben, angezeigt zu bekommen. Auch hier das Beispiel, das geht für alle Ebenen wieder, Kampagne, Werbeanzeigengruppen und Anzeigen. Das hier ist jetzt zum Beispiel die Ansicht meiner Einstellung für diese kleine Mini-Test-Kampagne. Ich sehe meine Anzeigengruppe, ich sehe, in welcher Custom Audience oder beziehungsweise mit welchen Custom Audience ich arbeite und in welchem Standort das Ganze angesiedelt ist, Budget, hinten wäre noch Ziel und die ID der Anzeigengruppe. Spannend wird es dann natürlich nochmal, wenn wir eine Ebene reingehen in die Werbeanzeigen und uns dort die Einrichtung anzeigen, weil da ist zumindest, also
bei mir öfters mal so der kleine Fehler im Detail versteckt, wenn irgendwo was nicht stimmt. Und hier kann ich wirklich schön in einer Übersicht sehen, ob auch alles wirklich richtig angesetzt ist. Also sind überall die Links korrekt? Sind sowas wie die UTM-Parameter überall korrekt? Sind das überall wie in diesem Fall die gleichen? Oder habe ich irgendwo einen falschen reingesetzt? Und auch nicht ganz unwichtig, ist überall das Facebook-Pixel aktiv, weil das kann halt auch mal irgendwo passieren, dass es halt in der Anzeigenerstellung nicht angewählt wurde und dann die ganze Anzeige zum Beispiel überhaupt keine Conversions trackt. Also von daher für mich ein richtig gutes Tool, wie gesagt, weil es halt einfach diese elendige Suche nach dem kleinen Fehlerchen auf jeden Fall wesentlich vereinfacht hat. Ja, auch so ein Szenario, Werbeanzeigen oder Advertiser-Ersteller, die arbeiten ja eigentlich immer. Und irgendjemand hat ja auch mal gesagt, also gerade Facebook-Ads sind wie kleine Kinder. Man darf sie eigentlich nie lange aus dem Auge lassen. Ein bisschen ist es auch so. Also eigentlich ist man ja rund um die Uhr eigentlich Werbeanzeigen-Manager drin, aber auch ein Ads-Manager will ja mal in den Urlaub fahren. Und was passiert eigentlich, wenn ich das tue? Wer kontrolliert denn dann alles? Und dafür gibt es von Facebook auch ein Tool innerhalb des Werbeanzeigenmanagers, nämlich die automatischen Regeln. Also hier kann ich sagen, was soll eigentlich passieren, wenn etwas anderes eintritt? Das Ganze finden Sie auch oben in der Bedienungsoberfläche unter Regeln. Und hier haben Sie die Auswahl, eine neue Regel zu erstellen, eine bestehende anzuwenden oder auch Ihre Regeln zu verwalten. Wenn Sie eine neue Regel erstellen, dann bekommen Sie diese Oberfläche und hier haben Sie dann die Möglichkeiten, auch wieder innerhalb von ganzen Kampagnen oder Anzeigengruppen oder nur spezifisch für Werbeanzeigen Regeln zu erstellen, die diese dann automatisch überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Das Ganze kann dann darin enden, dass tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden, wenn eine Bedingung quasi erfüllt ist oder dass ich zumindest als Ads Manager informiert werde, dass halt einfach diese Bedingung eingetreten ist. Hier mal ein kurzer Durchgang sozusagen, wie das funktionieren kann. Also oben links setze ich erstmal den Anwendungsbereich fest. Also das kann halt sein, dass ich das auf alle Kampagnen sozusagen ansetzen will oder in diesem Fall meine beiden Testanzeigengruppen, die ich ausgewählt habe. Und dann bestimme ich die Aktivität. Also was soll passieren? Da kann ich sagen, wenn diese Bedingung eintritt, dann pausier bitte diese Anzeigengruppe. Oder man kann auch sagen, verringere oder erhöhe das Budget oder ich kann halt auch einfach nur sagen, lass mich zumindest darüber wissen, Bescheid wissen, wenn diese Bedingung eingetreten ist. Und dann kann ich quasi im dritten Schritt sagen, welche Bedingung es sein muss. Und hier kann ich sagen, es soll eine Bedingung sein oder aber auch zum Beispiel wie in diesem Beispiel jetzt einfach mal zwei Bedingungen. Also auch hier kann ich eine Kombination angeben. Und im zweiten Schritt sage ich dann noch, in welchem Zeitraum das Ganze sozusagen getrackt werden soll. Also in welchem Zeitraum erfüllt sich diese Bedingung und dann werde ich quasi aktiv. Darunter gibt es noch mehr Einstellungen, vor allem sowas wie Zeitplan, also wird diese Regel so häufig wie möglich ausgeführt, also wirklich alle 30 Minuten, oder reicht mir das, wenn das einmal am Tag kontrolliert wird? Und generell unten, Sie sehen unten links, ich gehe hier mal einmal mit dem Cursor rein, das sollten Sie immer anwählen, dass Sie auf jeden Fall informiert werden, wenn diese Bedingung eingetreten ist und dann quasi Ihre Regel auch greift. Was sind sinnvolle Regeln? Dafür gibt es leider ehrlich gesagt nicht die goldene Regel. Da gebe ich Ihnen aber den Tipp mit, quasi selbst Ihre Arbeit zu überprüfen und zu gucken, okay, wann werde ich eigentlich aktiv? Was überprüfe ich? Und wann
plane ich sozusagen eine Maßnahme, wenn irgendein Ergebnis sozusagen steht. Also typischerweise, um hier mal quasi drei Beispiele zu nennen, wenn die Performance runtergeht von Anzeigen oder auch von einer Anzeigengruppe, also wenn ich merke, okay, der CPC, also der Cost per Klick, der steigt jetzt einfach kontinuierlich, der ist jetzt die letzten 7 Tage immer wieder hochgegangen, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass die Performance wahrscheinlich nicht mehr ganz stimmt. Da könnte ich mir halt überlegen, okay, dann setze bitte die Regel, wenn das eintritt, dann pausiere die Anzeige und informiere mich darüber. Anderes Ding zum Beispiel, wie auch hier in dem Beispiel, wenn die Anzeigen einen Frequenzwert über 3 erreicht haben. Also das heißt, wenn jede Anzeige, die ich dort ausgewählt habe, schon 3-mal ausgespielt wurde, dann ist das für mich vielleicht so ein magischer Wert. Okay, mehr sollen die Leute nicht sehen und vielleicht genervt sein. Da möchte ich dann auch die Anzeigen pausieren, weil das ist vielleicht für mich dann auch die Nachricht, dass ich dann neue Anzeigen einsetzen muss. Um ein Positivbeispiel zu nennen, es geht natürlich auch so, dass man merkt, okay, die eine Anzeigengruppe funktioniert sehr gut in dem Sinne, dass der Cost per Action oder Cost per Conversion konstant unterhalb eines gewissen Wertes bleibt, den ich mir vielleicht gesetzt habe als Maxima, Kante, Budget. Und da kann ich dann sagen, okay, wenn die so gut läuft, die Anzeigengruppe, dann erhöhe doch gegebenenfalls, wenn diese Bedingung eintritt, das Budget zum Beispiel um 25%. Und das passiert dann, wie gesagt, einfach automatisch und ist da natürlich ein super Backup, gerade wenn man weiß, okay, man kann es nicht jeden Tag machen, ich kann nicht jeden Tag reingucken und alles kontrollieren, kann man mit diesen automatischen Regeln sich das Leben natürlich echt vereinfachen. Ja, Budget hatten wir gerade. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Man will ja immer das Beste aus den Anzeigen, aus den Kampagnen rausholen. Und dementsprechend verbringt man nicht wenig Zeit damit, das Budget hin und her zu schieben und hin und her und hin und her. Einfach immer in der Hoffnung, das Maximum damit rauszuholen. Dafür hat Facebook auch eine Funktion eingeführt, die ist, glaube ich, sogar schon Anfang 2018 eingeführt worden, wurde auch viel diskutiert, nämlich die Optimierung des Kampagnenbudgets. Also was ist eigentlich, wenn ich Facebook einfach alles machen lasse? Die Idee dahinter ist, dass Facebook das Budget, was ja normalerweise von uns auf der Ebene der Anzeigengruppe festgelegt wird, auf die Ebene der Kampagne setzt und dann entsprechend optimiert. Das können wir uns aktuell noch aussuchen, ob wir das machen lassen wollen. Sie sehen links im Screenshot. Das Ding ist aber, ab September 2019 wird diese Funktion komplett die Budgetierung über die Anzeigengruppenebene ablösen. Also von daher sollten Sie sich mit dieser Funktion, falls noch nicht geschehen, auf jeden Fall auseinandersetzen, weil dann wird es die Option gar nicht mehr geben, das an- oder abzuhaken, sondern da müssen wir flächendeckend mit dieser Option arbeiten. Die Idee dahinter ist, dass Facebook quasi automatisch und kontinuierlich das Beste aus unseren Anzeigengruppen rausholt, indem es immer wieder das Budget neu verteilt. Hier ist dieser Screenshot von Facebook, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben links einmal quasi mein händisch angelegtes Setup. Das heißt also, ich habe eine Kampagne, da drin 3 Ad-Sets drin, denen gebe ich jeweils $10. Und dann werden dann verschiedene Conversion erreicht. In diesem Fall ist es so, dass in der mittleren Gruppe, Adset Nummer 2, eigentlich die meisten Conversion erreicht werden. Aber dann ist quasi da auch ein Deckel drauf, weil ich habe halt einfach nur die $10. Und in den anderen Gruppen laufen jeweils auch $10 mit, obwohl die gar nicht so gut performen. Da müsste ich jetzt quasi wieder anfangen, das Budget händisch umzuschichten. Und Facebook bietet mir in dieser Optimierung des Kampagnenbudgets an, das für mich zu übernehmen. Also Facebook prüft laufend, wo quasi die besten Chancen für Conversion sind, in welcher Werbeanzeigengruppen da die meisten Conversions herausgeholt werden können und schichtet so automatisch, kontinuierlich das Budget immer hin und her.
Jetzt war es so, wie gesagt, dass da schon viel drüber diskutiert würde, über dieses Kampagnenbudget beziehungsweise über die Optimierung, weil schnell gesagt wurde, Facebook ist mir da so ein bisschen zu schnell unterwegs. Das Budget geht schnell immer nur noch in eine Werbeanzeigengruppe. Ich hätte es aber eigentlich schon gerne, dass beide oder alle ein bisschen Budget abbekommen. Und Facebook hat immer relativ schnell entschieden, was die beste ist. Also denken wir mal an Szenarien, dass wir in einer Kampagne eine Remarketing-Gruppe haben und eine Lookalike. Da sind die Remarketing-Nutzer im Regelfall die, die schneller eine Conversion vollziehen. Dementsprechend geht oft dann das gesamte Budget in diese Remarketing-Werbeanzeigengruppe und wenig in die Neukunden, in die Lookalikes. Deswegen hat Facebook da auch ein bisschen nachgebessert. Es gibt nämlich jetzt einen zweiten Kontrollmechanismus, den wir anwenden können. Nämlich, wir können jetzt auf Anzeigengruppen Ebenen nämlich einen Mindest- oder Maximalbetrag angeben. Das heißt also, hier lege ich fest, okay, Facebook, du kannst für mich optimieren, aber jede Werbeanzeigengruppe soll doch bitte mindestens 20, 50 Euro am Tag zur Verfügung haben, damit ich überall zumindest Ergebnisse bekomme. Auch eine Frage, glaube ich, die sich jeder stellt: Wie bekomme ich eigentlich neue Zielgruppen? Wo finde ich Zielgruppen, die auch noch gut performen? Die Leute, die viel mit dem detaillierten Targeting arbeiten, die werden quasi auch im letzten Jahr gemerkt haben, dass da viel weggebrochen ist. Also viele Targeting-Optionen sind einfach nicht mehr verfügbar. Das hat zum einen was mit der DSGVO zu tun, zum anderen auch mit dem der Antidiskriminierungspolicy von Facebook. Da sind halt einfach viele Begrifflichkeiten und Targeting-Optionen weggefallen. Aber wir wollen ja eigentlich eh lieber unsere Zielgruppen aufgrund von Daten erstellen. Und da sind, glaube ich, schon länger bekannt, die Lookalikes. Und jetzt ist es aber so, dass Facebook hier nochmal nachgeschraubt hat, eine weitere Funktion innerhalb der Lookalikes nämlich freigestellt hat, die mir quasi ermöglicht, tatsächlich nur noch meine Top-Kunden zu duplizieren. Ganz kurz, ich denke, Sie kennen alle Lookalikes, nur einmal in zwei Sätzen sozusagen. Lookalikes sind quasi digitale Zwillinge von Nutzern, die können wir von Facebook erstellen. Ich brauche immer eine Datenbasis, also eine Custom Audience, die ich quasi als Grundlage dahinter lege. Also das sind Website-Besucher, Käufer, Video-Viewer, und daraus kann ich mir dann quasi 1 bis 10% der digitalen Zwillinge sozusagen von Facebook ausgeben lassen, die halt Ähnlichkeit zu meinen Nutzern in der Ausgangsquelle haben. Und das war immer schon ein super Mittel zur Neukundengewinnung beziehungsweise zur Zielgruppenerweiterung. Jetzt gibt es, wie gesagt, die wertebasierten Lookalikes. Die gab es vorher auch schon, aber da war das nur mit einem Upload einer Kundenliste möglich, wo ich dann quasi den Lifetime Value, also den Wert des Kundens, mitgegeben habe. Das war relativ schwierig, also Datenschutz lässt grüßen, und da heranzukommen war etwas, ja, komplexer und nicht wirklich möglich. Von daher war das etwas schwierig. Jetzt ist es aber auch so, dass man wertebasierte Lookalikes auf Grundlage von Quellen, die Werte durchgeben, erstellen können. Und diese Quellen sind ja der Pixel in erster Linie, aber auch zum Beispiel ein Produktkatalog oder eine App. Und wenn ich jetzt Lookalikes erstelle, wird mir das auch quasi angeboten auszuwählen, also nicht einfach eine Custom Audience auszuwählen, sondern eine wertebasierte Quelle. So sieht das dann aus. Das wird mir auch direkt passend von Facebook so vorgeschlagen. Ich habe das jetzt hier einmal am Beispiel von einem Pixel für Sie aufgezeigt. Und zwar können wir hier direkt sagen, wir möchten eine Lookalike erstellen aufgrund der Werte eines bestimmten Events. Und in diesem Fall ist hier auch schon das Event Kauf ausgewählt. Das
ist natürlich sinnvoll. Und das heißt also, Facebook erstellt mir jetzt Lookalike von nicht einfach nur Käufern, wie wir das bisher gemacht haben, sondern tatsächlich auch der Top-Werte sozusagen. Also Facebook ermittelt innerhalb dieser Käufergruppe den aggregierten Gesamtkundenwert. Das heißt also, Facebook schaut nicht nur nach dem Einkaufswert, sondern auch nach der Häufigkeit und der Aktualität und sucht mit so wirklich innerhalb des Kaufevents nochmal die Nutzer heraus, die für mich tatsächlich am wertvollsten sind. Das Ganze funktioniert auch theoretisch mit einem anderen Event, wo ein Wert übermittelt wird. Ich habe Ihnen das einmal vorgestellt. Theoretisch geht auch Add-to-Cart, also gerade in kleineren Shops oder neuen Shops, wo vielleicht noch nicht ausreichend Käufe generiert wurden. Da kann ich quasi einen Schritt zurückgehen und sagen, ich nehme das Add-to-Cart-Event und tracke halt die Leute, die dort Werte zumindest schon mal in den Einkaufswagen gelegt haben, um damit dann eine wertebasierte Lookalike zu erstellen. Noch eine andere Möglichkeit, Sie können neben dem Pixel auch ein Datenfeed zum Beispiel als Grundlage nehmen, also einen Produktkatalog, den Sie hochgeladen haben, wenn Sie dynamisches Remarketing betreiben. Dann wird hieraus jeweils eine Lookalike erstellt mit den Top-Werten. Das Ganze kann man sogar noch verfeinern. Also man kann sogar sagen, Sie sehen das hier in dem in der zweiten Markierung Produktpalette markieren. Also ich kann sogar sagen, innerhalb dieses Feeds möchte ich nur die wertvollsten Käufer ermittelt haben, die innerhalb einer bestimmten Produktpalette, wie in diesem Fall einer bestimmten Shop-Kategorie eingekauft haben. Dementsprechend ist es natürlich wirklich echt eine coole Möglichkeit, seine Lookalikes nochmal auf das nächste Level zu heben. Also wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dann auf jeden Fall ausprobieren und man wird merken, dass diese Lookalikes wirklich im Regelfall noch um einiges besser performen als die normalen sozusagen, die nur innerhalb oder aufgrund eines Events erstellt wurden. Kurze Info dazu, diese Regeln sozusagen, die wir von Lookalikes kennen, die sind hier genauso in dem Sinne von, das funktioniert ab einer Ausgangsbasis von mindestens 100 Nutzern. Besser ist aber mehr so über 1000 zu bekommen. Und auch diese Lookalike, diese wertebasierte Lookalike aktualisiert sich im Regelfall alle 3 bis 7 Tage. Also Sie kriegen da auch immer wieder neue Nutzer hinein. Ja, nächstes Problem, was ich zumindest sehr gut kenne. Man will ja immer möglichst viel tracken und mit dem Pixel arbeiten, aber man muss halt immer jemanden fragen, der einem dann die Events dann entsprechend einrichtet. Was machen wir denn eigentlich, wenn der Coder mal wieder überraschenderweise keine Zeit hat? Da gibt es jetzt echt ein ganz cooles neues Feature, neues Tool von Facebook. Ich glaube, das ist so vor 3, 4 Wochen oder so eingeführt worden, nämlich das Event-Setup-Tool. Also wie kann ich eigentlich Events einrichten ohne Programmierkenntnisse? Ja, und dafür gibt es dieses Tool, dieses Event-Setup-Tool. Das finden Sie unter Pixel. Und da dann etwas versteckt, bisschen runtergehen im Pixel-Setup. Unter den Einstellungen wird Ihnen das gezeigt. Kurze Voraussetzung, der Pixel muss integriert sein. Also sonst funktioniert es natürlich nicht, aber es reicht tatsächlich, wenn der Basiscode innerhalb der Website integriert ist, um dann quasi ohne Programmierkenntnisse ein Event zu erstellen. Ich habe Ihnen das hier nochmal markiert. Also, Sie finden das unter der Pixel-Einstellung und dann gibt es da unten drunter Verfolge Events ohne Code automatisch. Das am besten einfach anhaken und dann da oben dieses kleinere Feld. Ich gehe hier auch nochmal mit dem Cursor rein. Event Setup. Das dann wechseln. Sorry, das anklicken und dann wechseln Sie in dieses Tool hinein. Dann öffnet sich quasi hier schon so ein kleines Feld, in der Sie die Website-URL eingeben können. Das
funktioniert natürlich am besten mit der Website, wo der Pixel drin ist. Und dann können Sie aber wie in diesem Beispiel überlegen, okay, in welche Navigation möchte ich eigentlich jetzt gerade hineinwechseln und wo möchte ich noch ein Event erfassen. Wenn ich das gemacht habe, Website öffnen und wenn es dann klappt, und hier kommt meine kleine Einschränkung. Also das Ding ist ganz neu. Es wird wahrscheinlich noch nicht bei allen drin sein und es wird vielleicht auch noch nicht bei allen funktionieren, weil ich sage ganz ehrlich, das hier hat auf der Blue Fusion Seite noch nicht funktioniert. Es hat aber auf einer Kundenseite funktioniert. Da kann ich dann quasi mir die URL anschauen und sagen, welchen Button möchte ich jetzt eigentlich tracken? Also auf welchem Button soll ein Event zukünftig liegen? Facebook gliedert quasi automatisch auf jeder Seite diese Buttons, die zur Verfügung stehen, und ich kann mir dann quasi ein auswählen und sagen, welches Standard-Event ich haben möchte. Hier öffnet sich dann auch quasi eine Auswahl und hier ist jedes, also quasi alle Standard-Events von Facebook können Sie dort auswählen und dann für diesen Button hinterlegen. Ich habe das hier mal gemacht und zwar, ich gehe mal ganz kurz zurück. Man sieht das hier schon links Event möglicherweise doppelt. Also hier hatte ich ursprünglich Content-Anzeigen ausgewählt. Deswegen habe ich das hier mal in meinem Beispiel extra nochmal umgeändert und habe mal ein Event genommen, was überhaupt noch nicht auf der Seite verwendet wurde, nämlich Testbeginn. Ergibt jetzt hier keinen Sinn, aber ist ja auch nur ein Beispiel meiner anonymisierten Kundenseite. Genau, das funktioniert dann wirklich mit zwei Klicks. Also ich habe den Button ausgewählt, sage, welches Event darauf jetzt getrackt werden soll. Und wenn das Ganze nach dem Abspeichern funktioniert hat, dann kommt da auch überall ein grünes kleines Symbol. Und dann hat das auch schon funktioniert. Und zum Testen kann ich dann auch diese Funktion noch einmal überprüfen. Das zeige ich Ihnen hier. Nämlich, ich kann dann in meinen Test-Events das Ganze einmal auf der Website quasi ausführen. Ich habe diesen Button gedrückt. Man sieht schon, okay, das Event wurde erfasst. Probe, Abo, Nutzen. Das ist ja dieses Event, was ich mit dem Event Setup Tool erstellt habe und dieses ist jetzt auf der Seite und wird jetzt zukünftig auch von allen Nutzern erfasst werden. Kleine Einschränkung gibt es da. Aktuell kann man noch keine Parameter übermitteln. Also das heißt, wenn ein Button beispielsweise mit einem Kauf verknüpft sein soll, also ich sage, dieser Button ist Purchase und da wird ein Kauf vollzogen, dann kann ich nur das Event Kauf tracken und nicht halt einen Wert, der damit eigentlich dann halt auch einhergeht. Also den Kaufpreis kann ich aktuell mit diesem kleinen süßen Tool noch nicht tracken. Aber Facebook sagt ganz klar, aktuell noch nicht. Also es kann vielleicht noch kommen und dann sind wir zukünftig, was mich ganz besonders freut, quasi unabhängig von jedem Coder und Programmierer und können halt alle unsere Events selbst setzen, ohne dass wir da halt jemanden erst drum bitten müssen. Finde ich auf jeden Fall mega spannend. Wie gesagt, ist vielleicht für alle noch nicht verfügbar. Ich würde aber zumindest mal reingucken und mal testen, ob das für die Seite noch schon funktioniert. Wie gesagt, ist auch erst seit, ja, ich glaube, 3 Wochen überhaupt ausgerollt. Ja, und dann kommen wir schon zu den letzten Funktionen, die ich vorstellen wollte. Nämlich hier geht es jetzt zumindest mal ein bisschen in den Bereich bunte Bilder, nämlich auf die Ebene der Creatives. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wenn man so wirklich testen will und die Creatives wirklich nach einem sauberen AB-Testing untersuchen will, dann wird das schnell relativ aufwendig und komplex, weil man darf ja immer nur eine Sache sozusagen gleichzeitig anpacken. Also erst eine Rutsche Bilder, dann eine Rutsche Texte, dann eine Rutsche Headlines. Und so geht dann schon relativ viel Zeit ins Lande. Und dafür hat Facebook die dynamische Anzeigengestaltung letztes Jahr rausgebracht. Und ich finde die echt gut, weil ich die gerade auch bei Neukunden gerne nutze, wenn man noch so gar nicht weiß, was bei der Zielgruppe ankommen könnte. Denn hier kann ich unheimlich viele verschiedene Anzeigen testen, ohne das so komplex in einem A/B-Testing-Verfahren aufsetzen zu müssen.
Wie funktioniert das Ganze? Also ich habe hier quasi innerhalb einer Anzeige die Möglichkeit, unterschiedliche Komponenten mehrfach einzusetzen. Das heißt also, ich kann mehrere Bilder auswählen, ich kann mehrere Titel und Texte einsetzen und ich kann auch verschiedene Call to Actions auswählen und diese testen. Und Facebook ist quasi permanent dabei, die beste Kombination herauszufinden für mich, und damit verschwindet quasi oder macht es das aufwendige Testen unterschiedlicher Anzeigen auf jeden Fall überflüssig, und dieses ganze händische Austauschen der einzelnen Komponenten, was ich eben beschrieben habe, das entfällt damit. Wie kommen Sie dahin, wenn Sie die dynamischen Anzeigengestaltung einmal ausprobieren wollen? Dann ist es wichtig, dass das auf der Ebene der Werbeanzeigengruppe ausgewählt ist. Nur wenn, wie in diesem Fall, das blaue Häkchen gesetzt ist, können Sie in der Ebene der Werbeanzeige dann mehrere Komponenten gleichzeitig hochladen. Ich kann relativ viele Komponenten hochladen, also Bilder, Videos kann ich tatsächlich bis zu 10 verschiedene hochladen, bei den Texten, bei den begleitenden Texten jeweils 5, ebenso wie für die Blinkbeschreibung und den Call to Action. Kleiner Hinweis von mir, das darf man natürlich nicht vergessen, also alle Elemente werden miteinander fortlaufend kombiniert, und dementsprechend müssen natürlich auch alle Elemente miteinander funktionieren. Also ich kann keine Texte erstellen, die beispielsweise nur mit einem Bild funktionieren und mit den anderen 5 aber nicht. Das kann man nochmal überprüfen, indem man sich die weiteren Varianten anschaut. Das finden Sie hier unter diesem Reiter. Ich mache es mal einmal auf. Genau, hier kann man nochmal sehen, dass ich ja diese Texte ändern kann. Also hier in diesem Fall habe ich 3 verschiedene ausgewählt. Ich habe 3 verschiedene Titel ausgewählt. Und jetzt zeige ich Ihnen aber einmal diese Vorschau der Anzeigenvariation. Hier kann ich dann quasi überall durchswitchen und mir jeden Text in der Kombination mit einem Bild, mit einem Titel, wie auch immer, anzeigen und kann dann auch nochmal kontrollieren, ob wirklich alles quasi zusammen auch funktioniert und einen Sinn ergibt. Facebook ist dann dabei zu optimieren und einfach zu schauen, was ist die beste Gesamtkombination. Ich kann mir aber auch die Ergebnisse für einzelne Elemente immer anzeigen. Also hier einmal ein Screenshot, das finden Sie auf dem Reiter Aufschlüsselung, und hier sage ich nach dynamischen Werbeelementen. In diesem Fall möchte ich mir erstmal die Kombination ansehen. Also wer ist sozusagen der Sieger dieser Kombination? In diesem Fall ist es halt dieses Bild mit diesem Text. Ich kann aber auch hier mir nochmal einzelne Komponenten anzeigen lassen, wie jetzt in diesem Fall nochmal die Bilder. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass ein Bild relativ klar gewonnen hat von den Ergebnissen her. Und das ist natürlich für mich gut zu wissen, okay, im nächsten Step, wenn ich wieder Anzeigen kreiere für zum Beispiel einen neuen Kunden und weiß, welche Bildsprache bei den Kunden besonders gut ankommt, dann würde ich mich quasi im zweiten Setup auf jeden Fall darauf fokussieren. Wie gesagt, finde ich sehr praktisch, einfach um verschiedene Sachen zu testen, wenn man noch so ganz so im blauen Wurst steht, im blauen Dunst, ist das eine gute Möglichkeit, viel ohne viel Aufwand auszuprobieren. Dann noch eine andere Frage oder eine andere Problematik. Klar, jeder möchte von uns so möglichst viel Reichweite bekommen. Die bekommt man am besten, indem man möglichst viele Platzierungen einfach anspielt. Also wir haben einen großen Platzierungskosmos mittlerweile bei Facebook. Das Problem ist natürlich, dass die Anzeigen nicht immer ideal für jede Platzierung sind. Und auch dafür gibt es von Facebook ein Tool, nämlich die Asset Customization. Und hier kann ich einfach für jede Platzierungsmöglichkeit das richtige Bild anlegen innerhalb von einer Anzeige. Um mal kurz das Problem zu verdeutlichen, jeder hat das wahrscheinlich gesehen, wenn er im Werbeanzeigenmanager arbeitet. Also automatische Platzierung ist nun mal vorausgewählt, ist auch von Facebook empfohlen, denn klar, damit geben wir Facebook genügend Möglichkeiten, überall nach den besten Conversions zu gucken. Das Problem ist so ein bisschen, dass dann wirklich alle möglichen Anzeigengruppen, Anzeigenplatzierungsmöglichkeiten ausgewählt werden. Also Sie sehen hier mal die ganze Bandbreite,
wo wir uns überall mit unseren Anzeigen platzieren können. Und ich habe hier mal zwei besondere Formate ausgewählt, nämlich die Stories, weil da sind wir halt einfach weg vom Querformat, nämlich in den in 9:16, also in das Hochkantformat. Und das bereitet halt vielen einfach noch Probleme. Und dementsprechend sind halt diese Platzierungen besonders zu betrachten. Und normalerweise habe ich keine Möglichkeiten, das zu ändern. Also ich kann keine individuelle Anpassung vornehmen. Deswegen passiert dann sowas, sag ich mal. Also eine Anzeige, die offensichtlich für einen Feed konzipiert wurde, die erscheint dann in den Instagram Stories. Und eben, ich hoffe, es ist jetzt keiner da, der diese Anzeige erstellt hat. Aber ich denke, Sie geben mir recht, dass das eher suboptimal von der Darstellung ist. Dementsprechend wird diese Platzierung schätzungsweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Also ich habe zwar dann die Platzierung Instagram Stories und habe theoretisch die Reichweite, aber das eigentliche Ziel werde ich vermutlich mit solchen Anzeigendarstellungen nicht erreichen. Es sei denn, ich nutze die Asset Customization, denn Facebook weist mich eigentlich schon darauf hin, wenn ich Anzeigen erstelle, dass das Bild, was ich hochgeladen habe, beispielsweise wie in diesem Fall für 10 Platzierungen durchaus gut funktioniert. Also ich habe damit eigentlich, in diesem Fall habe ich ein quadratisches 1:1 Format ausgewählt, schon die meisten Platzierungen ganz gut abgedeckt. Also da bin ich mir dann schon relativ sicher, dass das gut funktionieren wird. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel überlegen, die Instagram Stories, wie gesagt, das Hochformat, ich habe es da mal angemarkert, da brauchen wir halt eine 9:16 Auflösung und dementsprechend kann ich jetzt hier einen anderen Bildausschnitt beispielsweise hochladen im Hochformat. Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht, um dann direkt diese idealen Maße auch zu treffen und innerhalb dieser Anzeige dann für jedes Placement das ideal angepasste Bild zu nutzen. Das spart natürlich unheimlich viel Zeit und Geld, eben weil wir halt nicht, ich sage jetzt mal eher schlechte Anzeigen, die halt einfach aufgrund ihrer anderen Darstellung, die für den Feed beispielsweise konzipiert sind, einfach nicht performen, sondern ich gehe hin und sage, okay, für diese Platzierung bitte nehmen dieses Bild, wie in diesem Beispiel. Ich habe es einfach minimal abgeändert, einen Bildausschnitt anders gewählt und natürlich geschaut, dass das Ganze auch ohne Text funktioniert. Und dementsprechend habe ich dann eine Werbeanzeige in vielen Formaten allerdings. Genau, nur kurz als Beispiel, so sieht es denn aus. Also es ist wirklich eine Anzeige, die wird als eine Anzeige getrackt. Aber ich habe eine Version links beispielsweise für den Facebook-Feed und rechts für die Instagram-Stories. Letzter Punkt. Ja, kennen wahrscheinlich auch viele. Jeder redet von Video, ist auch gut und schön, aber man kann ja manchmal schon dankbar sein, wenn man dann irgendwann eine Grafik bekommt, ne? Also von daher muss man sich da selbst ein bisschen helfen und auch da hat Facebook zumindest ein bisschen nachgeladen, in dem Sinne, dass es jetzt ein Video Creation Kit Tool anbietet, womit nämlich Standbilder ganz einfach im Bewegt umgewandelt werden können. Also Facebook kennt durchaus dieses Problem, dass viele Werbeanzeigenmanager, also Ad-Manager von uns halt einfach kein Video so schnell hinbekommen, kein passendes Videomaterial haben. Und dafür gibt es dieses Creation Kit, das quasi einfach aus Bildern kurze Animationen macht, immer mit dem Fokus Mobile First Videos Ads zu platzieren. Sie sehen das hier im Screenshot. Es gibt ein paar Vorlagen, die man dann mit seinen eigenen Bildern anpassen kann, wo man ein Logo hochladen kann. Und jede dieser Vorlage ist auf ein unterschiedliches Marketingziel direkt abgestimmt, wie zum Beispiel das, was auch angehakt ist, die Promotion eines bestimmten Produktes. So sieht das aus, wenn ich damit arbeite. Also es ist relativ selbsterklärend. Ich kann Bilder hochladen, ich kann mein Logo hochladen und dann werden diese Szenen passend zusammengeschnitten. Also auch wenn ich hier zum Beispiel mit Bildern arbeite, die eben nicht quadratisch sind, sondern noch in einem Querformat, kann ich mir das passend zusammenschneiden, sodass immer der richtige Bildausschnitt gewählt ist. Und ich kann dann noch ein bisschen Text auf jeden Fall einfügen. Ach, sorry, genau, hier haben wir nochmal die Auswahl, die ich meinte. Also selbst wenn ich ein Querformat habe, ziehe ich mir das einfach so, dass es dann in 1:1 passt.
Und dann kann ich noch ein bisschen Text einsetzen, um dem Ganzen dann eine kleine Message mitzugeben. Und damit habe ich auch, auch wenn dieses Beispiel ganz furchtbar ist, die Möglichkeit, mit unseren Bildern, die wir ja im Regelfall zumindest zur Verfügung haben, ein cooles kleines Video zu kreieren. Sie sehen oben links, es gibt zwei Seitenverhältnisse, die wir auswählen können. Also auch da ist der Fokus, wie gesagt, einfach Mobile First. Dementsprechend haben wir diese Vorlagen in 1 zu 1 oder auch 9 zu 16, um beispielsweise in Instagram Story uns zu platzieren. Und alle haben auch dementsprechend nur eine maximale Länge von 15 Sekunden, damit die auch einfach in jede Platzierung, die Facebook anbietet, reinkommt. Alles andere wird dann quasi automatisch von Facebook gemacht. Also der Wechsel zwischen den Bildern und der Schnitt passiert dann automatisch. Und so, wie gesagt, habe ich so innerhalb von, ich sage jetzt mal 3, 4, 5, vielleicht auch 10 Minuten wirklich ein ganz cooles Video, eine Animation meiner Bilder und habe damit natürlich einen viel größeren Eyecatcher, als ich das jetzt mit meinen statischen Bildern machen könnte. Und dann damit sind wir tatsächlich am Ende. Wir sind durch. Ich glaube, jetzt müssen Sie nur noch anfangen, alles auszuprobieren. Also das, was Sie noch nicht kannten, sich vielleicht noch mal in Ruhe im Anschluss anzugucken, ob das Ganze, ob die Funktion auch für Sie so gut funktioniert wie für mich. Und ich sage schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir haben noch 7 Minuten für Fragen.